Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit der Match Season. Ich habe nichts weiter umgestellt, ist eine neue Aufnahmesession. Und beim letzten Mal hatten wir First Blood, jetzt geht's rein ins Hardcore-Match. So, wen nehmen wir dieses Mal für ein Hardcore-Match? Hatten wir ja immer die Typen mit den Stühlen, ne? Sandman. Wen kann man da noch so nehmen? Okay, der ist noch gesperrt. Wir könnten tatsächlich Tommy Dreamer nehmen, aber ich werde wahrscheinlich... Mick Foley? Mick Foley können wir auch nehmen. Ja, stimmt, das war gar nicht bei den Hardcore-Matches, das war bei den Extreme Rules-Matches, ne? Aber ich denke mal, ich werde trotzdem Jeff Hardy nehmen, oder? Kann man doch machen. Jeff Hardy gegen Edge oder sowas? Oder, ne, Gegner ist Great Khali. Das machen wir. Wir nehmen Edge gegen Great Khali, so rum. Würde ich sagen. Titel riskieren wir natürlich. Manager brauchen wir jetzt gerade nicht. Und dann nehmen wir The Great Khali als Gegner. Der hält schön viel aus. Der ist hier unter G gelistet. Hätten sie ihn auch einfach nur Great Khali nennen können. Manager braucht er auch nicht. Machen wir so. Ich meine, gut, wenn ihr Bock habt, dann werden wir auch mal ein paar Manager mit reinflanken oder so. Oder wie gesagt, wir können auch mehrere Matches wiederholen. Falls ich schon zu weit im Vorfeld aufgenommen habe oder so. Aber das geht schon. Ist auch witzig, dass jetzt hier Jeff Hardy angezeigt wird, wo wir doch Edge genommen haben. Daran merkt man, dass das einfach nur purer Zufall ist. Wie gesagt, wir gehen im Endeffekt alle Matches durch. Man kennt es schon. Ja, ich muss auch sagen, SmackDown vs. Raw 2008 ist immer noch mein Lieblingsteil. Auch wenn er auch nicht so ganz rund ist, was den Manager-Modus, okay, Manager-Modus gab es nachher gar nicht mehr. Aber da ist mir immer wieder aufgefallen, dieser Manager-Modus, wo du denn maximal 20 Leute nehmen konntest und du hattest drei Roasted, drei Brands mit SmackDown, Raw und ECW. Und selbst wenn du alles freigeschaltet hast, jeden Spieler hattest und sowas, konntest du nicht, also kamst du nicht auf 60 Leute. Sprich, nicht jeder konnte 20 Leute nehmen. Aber Manager-Modus, da muss ich auch nochmal reingehen, glaube ich, ne? Da habe ich irgendwie Bock drauf. Da können wir auch nochmal, wenn die Match-Season vorbei ist, können wir gerne mal in den Manager-Modus reingehen. Wow, jetzt habe ich den Typen doch mit reingeholt. Hups. Wollte ich nicht. Das wollte ich mal wieder nicht. Da habe ich nicht dran gedacht, aber ich will es auch nicht ausstellen. Ich finde das immer ganz witzig, wenn da Leute reingerannt kommen. Ne? Also persönlich muss ich auch sagen, ich glaube, der rundeste SmackDown vs. Raw-Teil, mit dem ich so am besten klarkam, war, glaube ich, der 2006er. Kann natürlich auch ein bisschen Einbildung sein. Aber ich habe immer so ein Gefühl gehabt, als wenn es der 2006er war. Der 2005er hatte noch zu wenig drin. Und ich glaube, der 2006er war der erste mit dem Manager drin. Ne? Also mit dem Manager-Modus. Und dann haben die natürlich nachher nach und nach auch mehr Matcharten zugefügt. Ich hätte das ja immer noch am liebsten so gehabt, dass du dann irgendwie ein Match hast, was du dir selber zusammenstellen kannst. Sowas wie 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2 oder sowas. Das gab es, glaube ich, nicht. Es gab immer nur mit 6 Leuten. Während sie halt in Real Life mit 8 gemacht haben und sowas. Aber es soll es doch, glaube ich, bei Here Comes the Pain soll man 8 Leute im Ring haben. Also konnte man wohl 8 Leute im Ring haben, oder? Das hat mir mal ein Kumpel erzählt. So, den ersten Finisher setzen wir jetzt hier direkt mal. Hardcore, ich würde sagen, den ballern wir uns doch hier durch. Den machen wir ganz ohne Pin. Ich weiß nicht, was mit dem Controller los ist. Manchmal dödelt er rum. Ich habe gar nicht gesagt, dass er feiern soll. Ist mir vorhin schon aufgefallen, dass das hier irgendwie nicht ganz rund läuft mit dem Controller. Aber gut, PlayStation 3 Controller, ne? Die sind teilweise schon 10 Jahre alt. Okay, finishen. Also wir machen das Ding jetzt auf KO, würde ich sagen, gehen wir. Boom, jetzt KO. Ich würde ganz gerne nochmal... Da macht er den wieder, Alter. Gehen wir nicht auf den Sack. Bis dahin steht der Gegner natürlich wieder. Bisschen ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, wir springen einfach mal auf den Gegner jetzt. Boom. Gott, das sah richtig schlecht aus.
Er steht ganz schön schnell wieder dafür, dass er rot ist. Nee, warte, Pin wollte ich nicht. Hör auf. Pin wollte ich nicht. Ich wollte ihn jetzt hier... Ja, stimmt ja, das gibt's ja auch noch. Das war, glaube ich, in den vorherigen Teilen noch schlimmer, ne? Oh, nein, nein. Habe ich geblockt. Bäh. Jetzt sollten wir mehr Gegenstände reinholen. Dafür, dass das hier ein Hardcore-Match ist, kommen wir hier noch ganz gut ohne Gegenstände aus. Aber ja, wenn ich ihn jetzt finische... Gott, er hat gekontert. Wenn ich ihn nämlich jetzt gefinisht hätte, dann wäre Ende Gelände gewesen. Dann wäre K.O. gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Weißt du, ich habe extra einen Typi genommen, der hier ein bisschen was größer ist, ein bisschen mehr aushält. Trotzdem... relativ schnell rot. Okay, eigentlich habe ich gedacht, wir holen hier so einen Kendo-Stick oder sowas raus. Randy Orton muss gleich wieder übertreiben. Ich dachte schon, er hat von dieser Seite den Stuhl genommen. Man kann ja immer nur eine Sache rausnehmen. Das sieht man jetzt, warte. Hä? Wieso kann ich nicht aus dem Ring? Jetzt. Oh, jetzt feiert er wieder. Da muss irgendwas mit dem Controller nicht hinhauen. So, hier, jetzt, nee, ist nichts mehr drin. Schade, ne, aber das, die Engine, gut, damals war das noch ein bisschen runder, fand ich, also wenn man auch ins Publikum guckt und so, heutzutage sind es, glaube ich, flache Püppchen, oder? Also so Pappschilder-mäßig, die da dann im Publikum rumstehen. Aber heutzutage wird die Engine damit, glaube ich, nicht mehr klarkommen. Da verweise ich immer wieder gerne auf dieses PeteSmeet-Ding. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Aber wo PeteSmeet WWE 2K16, 17, keine Ahnung, irgendwas gespielt haben und dann Elimination Chamber und dann war es, glaube ich, Seth Rollins, der da zwischen der Elimination Chamber und dem Ringpfosten mit dem Fuß hängen geblieben ist. Das war so ein krasser Bug. Oder mein Bug, den ich mal hatte. Aber den habe ich nicht aufgenommen, ne? Das ist ätzend. Mit Randy Orton, wo der so krass verdroschen wurde, dass der mit seinem Bein, dass der Fuß quasi am Kopf hing. Und dann das war, Ladder Match oder sowas, oder Money in the Bank oder so. Dann wurde der so verdroschen. Das müsste ein Ladder Match gewesen sein, das müsste ein 1 gegen 1 gewesen sein oder sowas. Der konnte nicht mehr aufstehen. Das war so bugmäßig. Das sah strange aus. Wie der seinen Fuß da am Kopf hängen hatte und er hat quasi einen Spagat gemacht, so halbwegs. Und, na komm. Der war gut. Können wir die Dinge hier eigentlich machen, wenn ich das Ding jetzt hier aufhebe? Ja, können wir. Okay. Alles klar, damit haben wir den Grade auch platt gemacht. Ich habe wirklich nichts in den Einstellungen geändert, also wir sind immer noch auf voller Power. Und ja, ich würde sagen, bei diesen KO-Matches oder sowas, da würde ich immer auf... Quatsch, bei diesen Hardcore-Matches würde ich immer auf KO gehen, so rum. Damit haben wir unseren Titel verteidigt und den Great Khali zu Fall gebracht. Also das wäre vielleicht auch ganz cool, das geht glaube ich nicht, ne, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Handicap-Match machst. 2 gegen 1, wir treten mit Edge gegen Great Khali und Mark Henry oder so an. Das habe ich früher immer ganz gerne gemacht, dass du einfach diese Übergewichte, egal ob die jetzt in einem Team waren oder nicht, manchmal, also damals ging es ja noch sehr in die Richtung Teams und Allianzen und so, die habe ich trotzdem alle denn in ein Team gepackt immer und ja, aber mit Hardcore geht das glaube ich nicht, ne? Ist ein bisschen schade. Obwohl, ich glaube, du kannst die Q glaube ich auch ausstellen oder sowas. Aber gut, das bequatschen wir dann nochmal, wenn es soweit ist. Ich bin fürs Erste raus und hoffe, ihr seid ja beim nächsten Match auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.